Hallöche, du dein scharnurzliches, willkommen zurück zu Stardew Valley. Mit eurer Sira, die gerade hier nicht an der Treppe vorbeikommt. Kannst du nicht einfach wo drüber springen? Wir nehmen mittlerweile überhaupt nichts mehr mit. Weil Iridium haben wir sowieso schon genug. Wir rennen eigentlich nur noch durch. Auf der Suche nach Fledermausis. Ich nutze das super gerne geradeaus. Dass es so viele Fledermausis gibt, die Batterien fallen lassen. Das sind Batterien, auf die wir nicht warten müssen. Ansonsten versuche ich halt irgendwie runterzukommen. Und so viel... Oh, Monster machen weniger Schaden. Na Mensch. Und ansonsten versuche ich so viel wie möglich hier abzugreifen. Und kille hauptsächlich eigentlich die Fledermausis. Was anderes juckt mich eigentlich gar nicht. Und nebenbei fallen halt gelegentlich mal ein paar seltene Sachen oder so. Aber ich bin eigentlich nur geil auf die ganzen Batterien von den Fledermäuschen. Das lohnt sich gerade so richtig. Weil wir haben schon 7 Stück. 7 Batterien haben wir heute schon gekriegt. Und nebenbei... Oh, was haben wir hier? Hallo? Geh mal raus. Und nebenbei können wir noch ein bisschen weiter runter in der Hoffnung, dass wir noch Schatzkisten finden. Und wir können sogar noch die Monsterjagdziele vervollständigen. Uns fehlen noch die für die Schlangen, für diese komischen Dinos. Hallo, alles gut. Und wir haben eine ganze Menge von diesen Kaliko-Eiern und können uns damit jede Menge Holz und Stein kaufen. Deswegen nehme ich hier auch gerade überhaupt keinen Stein mehr mit. Ah, guten Tag. Ich mag dieses Geheul von diesen Mumien und Geistern irgendwie voll gerne. I don't Knopf, warum? Aber ich mag das Geräusch irgendwie total. Und nebenbei kassieren wir noch schön Stoff. Und jede Menge andere schöne Sachen. Ist nicht ganz fair auf diese Art und Weise, gebe ich zu. Oh. Käfer werden zu Killerkäfer. Auch mal wieder. Eigentlich sollten die stöhnenden Hallen heißen hier. La 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 la. La 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 li lo li lo. Oh. Ich kann keine Eier mehr tragen. Komm, nimm mir die Bümpchen raus. Oh, wobei, warte. Guck mal. Das brauchen wir auch nicht. Hallo. Ich hätte gerne noch ein paar von den Dinos. Ey, wir können so einen Arsch voll Holz und Stein kaufen, ne?
Wir können so einen Arsch voll Holz und Stein kaufen. Ups, ja. Beschmeiß ihn mit Schleim. Weil mit einem Calico-Ei können wir 500 Holz oder 500 Stein kaufen. Mizi. Sind wir schon bei 23? Und zwischendurch kassieren wir auch noch Geld, weil wir jede Menge Kohle kriegen von den Monstern. Das ist so cool. Hallo. Killerkäfers. Zumindest sind die Käfer wieder tötbar. Oh, ich stand immer noch drin. Okay. Hallo? Geht es Ihnen? Ich laufe hier einfach mal amok. Toll. Hier bieten sich immer die ganzen Dinge an, ey. Bam! Hui! Mumien sind wütend. Oje! Die machen scheinbar jetzt auch mehr Damage. Dann schnell weg. Gar nicht, wie viel ich von denen brauche. 30 oder so. Ja, die ganzen Knochen und so nehme ich übrigens auch nicht mit, weil wir sind ja mit den Artefakten fertig. Ich sammle zwar Artefakte und horte die bis zum Umfallen, aber die sind mir jetzt nicht so krass wichtig. Da hinten sehe ich eine Katzi. Oh, kann es sein, dass ich auch deutlich mehr Glück mit dem ganzen Scheiß habe, weil ich die ganze Zeit eine Hasenpfote mit bei habe? Hat das auch noch, zählt das auch noch mit? In die Glückssparte? Oh, guck mal. Grantig. Hallo. War schon irgendwo eine Treppe? Da oben, ja. Da üben. Zum. Bah. Batsch, klatsch. Weg mit dir. Hallo.
Oh, die sind schneller geworden. Eieieiei. Oh, grünes Erz. Oh, damit sind die schnell geworden. Und die machen mehr Schaden. Oh, ist das böse. Oh, Heidewitzka, ist das böse. Fledermausi. Oh, und da ist die Tür. Die Tür. Ja. Erstmal auf die falsche Seite. Ist hier was Besonderes? Nee. Kringelgänge, habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse Kringelgänge. Und zwar sehr stark. Ich gehe gleich runter. Tut mir leid. Aber keine Lust. Mietz? Scheint nicht so. Mietz! Mietz! Mietz. Mietz. Ja, steh mit dem Rücken die ganze Zeit zu den Viechern. Du machst das richtig, Kind. Geschwindigkeit. Geil. Schon wieder so ein Eisstab, den ich nicht brauche, weil ich ihn schon x-mal gekriegt habe. Und ja, ich weiß, er könnte besser sein als die, wo ich habe, aber ich kann auch einen von denen, wo ich habe, umschmieden. Dass er eventuell besser wird. Oh, ein Loch. Ach, nur drei Ebenen. Schwach. Aus dem Weg. Oh nein. Oh, ist das schön mit dem Geschwindigkeitsschub.
Geschwindigkeit. Oh, da haben wir wieder Kohle. Nehmen wir doch glatt mit. Ach, da hinten ist schon einer. Ne, 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 ne. Alter, wie viele Eier das sind. Hui. Na, ob wir die 300 noch knacken? Oh, da ist ein Loch. Gut, dass ich es gerade noch so gesehen habe. 8 Ebenen, jawohl. Oh Gott. Ah. Ach, da haben wir wieder so eine komische Feenkiste. Die haben wir schon mal. Glaube ich zumindest. Schon wieder so ein Golddingens. Kennen wir auch schon. Batterie! Oh, da ist Erz. Das ist dieses grüne Erz, ist aber auch verdammt selten, ey. Bisher haben wir, glaube ich, aber auch nur ein einziges Rezept. Und das sind diese großen Zapfhähne, soweit ich das weiß. Meine Hände, die Mumien sind aber wirklich richtig aggressiv gerade. Halleluja. Komm, put, put, put. Ach, der ist eingesperrt. Der ist auch eingesperrt. La-di-da. Irgendwo eine Treppe geploppt? Nein. Aber hier. Sag mal, hören diese Höhlen, diese Mumienhöhlen auch mal auf? Ja.
schon wieder bei 20 Minuten. Entschuldigung. Sorry, dass wir es gerade mit dieser Höhle so maßlos übertreiben. Fließ eine Treppe. Da. 80. 280. Wir haben bald die 300. Bin mal gespannt. Hi. Ja, Batterie. Oh, der hat einen Düngerstreuer fallen lassen. Oh, noch ein lilanes Ei. Oh, was sind denn das? Na Mensch. Also hier, ne, der mit dem Sternchenblöcke, glaube ich, auf dem Kopf war ein seltener. So, was können wir denn entbehren? Ach, können wir die Gerichte eigentlich? Na, wobei, warte. Klatschbumm. Was habe ich eingesteckt? Die Steine. Weg damit. Und da haben wir noch das Ei. Dann nehmen wir die Kleinen weg. So. Haben wir irgendwo die Treppe aufgedeckt? Nein, haben wir nicht. Das müssen wir noch tun. Ja. Komm schon, ich möchte jetzt nicht irgendwie die letzten 20 Level nur noch per Dingens runterfahren, runtergehen. Gib mir doch mal wieder ein Loch. Eine Auffrischung. Da. Eine Auffrischung. Komm her. Mich verfolgt ein Ei. Oh, da ist ja noch eine Fledermaus. Habe ich gar nicht gesehen. Fledermausi! Gib mir eine Batterie! Oh, da ist noch eine. Batterie! Noch weniger Schaden. Nice. Oh, 9. Die machen wirklich deutlich weniger. Wie viel machst du? Jetzt habe ich den zu viel gegeben. 13 nur noch. Die haben mal irgendwie 30 oder so gemacht. Krass. Ist scheinbar auch stackbar, diese Dinger. Ihr macht ja eh 0, ne? Ja, Batterie! Sich mega gelohnt hier diese Tour. Tut mir leid, dass wir hier, keine Ahnung, 3 Folgen nur hier unten sind. Aber da ziehen wir jetzt durch.
Gebe mir die Leiter runter. Ich brauche sie dringend. Ja, natürlich. Klar. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo zwischen... Da. Kleine Miezemusch. Oh, alle, wie schnell sind die? Und doch da hinten. Miezemusch. Wie wär's denn mit einem Bach für Glück? Was ist das? Ach so, das ist ein Barren. Ach, da haben wir noch so einen komischen Dolch. Den wir, glaube ich, auch schon mal hatten. Da. Hallo! Verliere mehr Eier, wenn du bewusstlos bist. Ich werde nicht bewusstlos, keine Sorge. Bewusstlosigkeit kenne ich nicht. Ich beiß mich immer durch mein Leben. Komm schon. Da. Wir brauchen nicht mehr viel. Gut, ah, da haben wir ein Loch. Ach, nicht dein Ernst. Hallo. So, einmal Loch. Und jetzt bitte schön tief. Ja, wir sind mit dem Radl da. Eigentlich ja nicht. Und so war keine Wiese. Komm. Hui. Noch mal grünes Erz. Und ein Barren, geil. Nehmen wir auch mit. So, hatten wir irgendwo was auf? Oh, ja, Loch. Fünf. Noch zwei. Dann sind wir auf 300 und gucken, ob wir eine neue Kiste finden. Die Fledermaus hat einen Stuhl gedroppt. Ist klar. Die hatte richtig harten Stuhl, die Fledermaus. Ohne Batterie. Was haben wir denn jetzt? 10? 15? What? Meine Fresse, da habe ich mich aber ordentlich verzählt. So, wir haben es bald. Dann beende ich auch die Folge und dann können wir uns mal wieder anderen Angelegenheiten hier.
Das war dann echt viel. Da ist ein Loch, jawohl. Mal nicht mitnehmen. Schmeckt gut, was wir hier alles gesammelt haben. So, ich bin gespannt. Ihr auch? Oh, tatsächlich! 3 fucking Kisten! Brauche ich nicht. Nimm das gar nicht erst mit. Ach, schon wieder so ein scheiß Ding. Und noch ein Ei. Oh, wie geil. Jawohl. Juhu. Boah, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir auf jede 100 Termine irgendwie dann was kriegen. Oh, geschafft. Oh, ich bin kaputt. Alter, bin ich kaputt. Hey, du hast geschafft. Ich bin beeindruckt. Das war's für dieses Jahr. Aber Gil und ich werden nächstes Mal wieder dabei sein. Okay. 46. Was sagst du denn jetzt, mein Freund? 46? Da werde ich doch wieder. Wir haben hier einen echten Kaliko-Eierjäger. 200 nochmal. Alter. Was ist das? Gils Hut. Nice, den nehmen wir natürlich auch mit. Was schmeiße ich denn weg? Was nehme ich denn weg? Was brauchen wir dann nicht ganz so dringend? Das Buch eigentlich, ne? 1500 gibt das Buch aber immerhin. Das haben wir noch nicht. Komm, wir schmeißen einfach irgendein Werkzeug weg oder so. Ach komm, tu mal die Bomben weg. Gils Hut, Alter. Jawohl. Yay! Ich bin Gila. Yay! So, jetzt gehen wir zurück, räumen unser Gelumpe ab. Liefern unser Gelumpe ab und dann kaufen wir Fettholz. Am Ende... Oh, was ist das? Ach, der Juni-Industrierohr. Lol. Am Ende kannst du das nur einmal kaufen. Das wäre sehr bitter. Dann beiße ich mir aber in den Hintern. So. Aber wahrscheinlich wird das wirklich so sein, dass man das nur einmal kaufen kann, weil das wäre sehr günstig. Das wäre extrem günstig im Vergleich. Wenn man bedenkt, wie einfach man eigentlich an die Eier rankommt. Ach, warte, da hinten ist noch ein Buch. So, eigentlich kann man die, wo man doppelt hat, ja eigentlich auch wegschmeißen, ne? Die braucht man eigentlich ja nicht unbedingt. Wofür kann ich die verkaufen? Oh ja, die kann ich sogar verkaufen. Die braucht man ja eigentlich nicht wirklich aufheben. Fressalien. Da haben wir Gils Hut. Da haben wir noch ein paar Stöffkins. Ein paar viele Stöffkins. Und der Rest kommt eigentlich raus, ne? Wir müssen dringend die ganzen Dinge aufknüpseln. Und wir haben richtig viel Zeug mit. Guck mal, ich sag ja, wir brauchen gar kein Iridium mehr mitnehmen. So viel Zeug haben wir. So, da haben wir das Iridiumband. So, kann man die einfach so verkaufen? Die kann man nicht einfach so verkaufen. Kann ich die nicht einfach... Die müssen wir wahrscheinlich beim Abenteurer verscherbeln. Da haben wir noch so einen Düngerer. So, gucken wir mal. Ich würde gerne mal testen, ob wir mehrere
von diesen Keksen an einem Tier ausprobieren, benutzen kann oder ob das immer pro Tier nur ein einziges Mal geht. Ich glaube, es geht nur einmal. Okay. Es geht nur schade. Ich dachte, du könntest die dann so weit pushen, dass sie irgendwie 100 Eier auf einmal legen. Das wäre so cool. So, wir haben... wir haben gut Eier gesammelt. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr was anderes. Wir gehen in der nächsten Folge am besten mal schauen, ne, was es hat. Sonst wird die Folge wieder zu lang. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.